und die Bekämpfung von Luftverschmutzung ist sicher wichtig. Das nur einmal vorangestellt, um den Missverständnissen vorzubeugen. Aber Luftverschmutzung in Europa als größte Bedrohung der Gesundheit? In einer nahezu grotesk anmutenden Mitteilung der Kommission vom 23. November 2020 geht man sogar noch weiter und beziffert die genauen Todesfälle pro Schadstoff. Zum Beispiel 54.000 vorzeitige Todesfälle, die angeblich auf das Konto von Stickstoffdioxid gehen, 19.000 wegen Ozon oder gar 417.000 Sterbefälle wegen Feinstaub. Auch wenn am Ende sozusagen im Kleingedruckten steht, ups, das sind nur Schätzungen, passt diese lächerliche Aussage durchaus ins Bild und lassen Sie mich hinzufügen, auch zu diesem vorliegenden Bericht. Vermutlich hat man sich von der WHO-Liste mit den 10 größten Gesundheitsrisiken, die Anfang 2019 veröffentlicht wurde, inspirieren lassen. Diese listet Luftverschmutzung und Klimawandel als größte tödliche Gefahren auf. Blöd nur, dass der Link zu dieser Liste inzwischen nicht mehr funktioniert. Vielleicht denkt man ja dort inzwischen über neue Gefahren nach, Ironie off. Nun zu den Fakten. Noch 2010 kam man nach einer groß angelegten weltweiten Studie der Global Burden of Disease zu einem ganz anderen Ergebnis. Beteiligt war damals übrigens auch die WHO. Demnach waren zumindest bis 2010 die weltweit größten Bedrohungen Bluthochdruck und Übergewicht. Bitte erklären Sie mir, dass Übergewicht durch Luftverschmutzung und Klimawandel ausgelöst wird. Ironie off. Erneut und außerdem hat sich seitdem die Luftqualität deutlich und stetig verbessert. In Deutschland hat sich seit 2000 die Feinstaubbelastung in den Städten halbiert. Schwefeldioxid beträgt nur noch einen Bruchteil der Werte von 2000. Gleiches gilt für Benzol. Bei Stickstoffdioxid ist ein Rückgang von über 60% zu verzeichnen, trotz einem erheblich gestiegenen Verkehrsaufkommen. Daneben stieg auch die Lebenserwartung seit Jahrzehnten kontinuierlich auf inzwischen 83 Jahre bei Frauen und 77 Jahren bei den heute Geborenen. Ob es da wohl einen Zusammenhang gibt? Danke.